Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Monty Crew Vlog. Heute ist ein Cover Day angesagt und zwar filmen wir heute unser Twice Mortmore Cover. Wir haben lange dafür geübt, haben uns lange vorbereitet und heute ist der Tag gekommen. Ich nehme euch ein bisschen mit. Es wird ein sehr stressiger Tag, ist auch der erste Drehtag. Wir haben insgesamt 2 Drehtage. Das ist der erste und da machen wir aber schon den größten Teil. Und heute soll das Wetter gut werden. Das ist sehr schön, weil wir haben Kleider an. Mortmore halt, sehr sommerlich. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, deswegen schaut es gerne bis zum Ende an. Und hier könnt ihr dann auf Insta uns folgen, hier auf TikTok. Und viel Spaß beim Schauen. Also sind wir bei der ersten Location angekommen. Ja. Und ich bin aufgeregt, Leute. Das ist die Location, also wir filmen da im Hintergrund. Und hier sind die Girls, die haben alle so ein bisschen sommerliche Kleider an, verschiedene Farben, hohe Schuhe. Halt richtig girly girl. Wie fühlst du dich? Excited? Ich fühle mich sehr aufgeregt, aber ich bin excited. Und wie fühlst du dich? Super! Fiona, wie fühlst du dich? Ich bin auch sehr aufgeregt, aber ich glaube, wir machen das alles. Ich hoffe, es wird nicht zu warm. Und letztes Mal nicht im Sonnenbrand. Aber ja, es wird. Und Lea, wie fühlst du dich? Bist du bereit? Ja, aber müde wegen den 9 Stunden. Aber trotzdem ist sie hier, aus Vancouver. Also, wir haben jetzt schon einige Takes gedreht. Meine Haare sitzen nicht mehr so, wie sie mal waren. Uns allen tun ein bisschen die Füße weh, weil wir haben alle so hohe Schuhe an. Könnt ihr die sehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir ungefähr so bei der Hälfte bei der ersten Location. Und es ist sehr sonnig, aber es geht alles noch total fit. Wir sind gerade an einem wundervollen Punkt des Tages angekommen. Wir wechseln von unseren hohen Schuhen in unsere Turnschuhe. Sneaker! Und es ist so gut, wir haben alle so Schmerzen. Ja! Das ist mein Sneaker! Ach, das ist das Schönste heute hier, wisst nicht. Hallo, wir sind gerade bei Bock und Essen. Ein Teil von uns hat sich schon umgezogen, geschminkt, Haare gemacht. Wir sind gerade in dieser Umstyling-Phase für unsere zweite Location. Okay, also wir sind jetzt fürs zweite Outfit fast fertig geschminkt alle. Wir helfen uns gerade ein bisschen gegenseitig voll süß. Im Restaurant ist es awkward. Also wir sind in der zweiten Location angekommen. Zum Glück sind hier nicht so viele People. Wir sind im Hamburger Hafen und wir machen gerade auch eine kleine Pause. Wir sind alle sehr, sehr erschöpft, haben auch teils echt Sonnenbrand. Also hier liegen sie. Lucy ist am Üben. Hier sitzen die anderen. Ja, also wir machen jetzt eine kleine Pause und dann geht's weiter. Fühlt ihr euch ready? Fühlt ihr euch bereit? Ja. Was macht dein Sonnenbrand, Lilia? Denn. Es ist hier alles Sicherheitsmaßnahmen. Wir kriegen uns alle ein, aber ja. Ich sehe sehr fertig aus wie Norenas, bitte. Ich brauche noch einen Take und unseren One-Take. Und dann sind wir fertig. Ich fahre gerade so ein großes AIDA-Schiff durch. Die sind Girls, wenn ihr siehst, die sind da am Winken immer. Ich zeige es gleich nochmal. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann geht's weiter.
Wir sind jetzt endlich fertig. Ja, es war ein sehr langer Tag, es ist ein sehr warmer Tag. Ich habe Sonnenbrand, haben wir jetzt schon Sonnenbrand. Es geht die Sonne unter, sehr schön. Wie fandest du den Tag heute? Gut, aber auch sehr anstrengend, weil ich einen Jetlag von 9 Stunden habe. Und was war dein Highlight des Tages? Schwarz. Und jetzt kommt die wichtigste Frage von allen. Was denkst du, wie oft kam das Wort more im ganzen Song vor? Rate einfach. Boah, 80 Mal. Der Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich Mon Mor schon lange filmen wollte und ich liebe Mon Mor. Mein Highlight war, glaube ich, die erste Location, weil wir hatten sehr schönes Wetter, auch jetzt, aber es war auch viel entspannter, fand ich. Und als Gruppe hat mir sehr viel Spaß gemacht zu tanzen. Mor 40? Viel besser als bei What I Said. Ich bin nur richtig positiv begeistert. Was war dein Highlight? Die Schuhe auszuziehen und in die Was denkst du, wie oft kam das Wort more im Song vor? 25 Mal. Es war sehr lustig, sehr warm, aber wir hatten sehr lustige Outfits hier eigentlich. Ich glaube, die erste Location, als wir alle zusammen kamen und uns alles erstmal gegenseitig gesehen haben mit Make-up und Full Hair und so, es war sehr cool. Okay, letzte Frage. Was glaubst du, wie oft kam das Wort more im Song vor? Oh mein Gott. 80 Mal? Wie fandest du den Tag heute? Gut, so eine 8 von 10. Was war dein Highlight? Ich glaube, die erste Location generell. Und was denkst du, wie oft kam das Wort more im ganzen Song vor? Boah, 30? Wie fandest du den Tag heute? Boah, anstrengend, aber mega fun. Endlich mal Girlfriend. Was ist dein Highlight des Tages? Boah, die Schuhe wechseln. Und dass wir jetzt alles im Kasten haben, dass ich das anziehen konnte. Frage noch? Ja. Was glaubst du, wie oft kam das Wort more im ganzen Song vor? Oh Gott, bestimmt 10, 12 Mal. Okay. Wie fandest du den Tag? Sehr gut. Was war dein Highlight? Oh, die Tänze im Kleid und in Hackenschuhen, weil ich fand, das sah richtig geil aus. Und das Ende, weil ich bin so happy, dass es durch ist, meine Knie tun weh. Was denkst du, wie oft kam das Wort more im ganzen Song vor? 30 Mal? Okay. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch sehr anstrengend. Ich habe einen riesigen Sonnenbrand auf dem Rücken, der jetzt zum Glück abgedeckt ist. Aber ansonsten war es sehr schön gewesen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja. Was war dein Highlight? Ich muss an Alice denken, die gesagt hat, dass Schuhe ausziehen. Das ist schwer. Ich weiß gar nicht, was mein Highlight war. Ich glaube, einfach in den Kleidern tanzen, weil man hat sich halt so Prinzessin gefühlt. Das war sehr schön. Und was glaubst du, wie oft kam das Wort more im Song vor? Just guess. 40 Mal? Okay. Wie war dein Tag? Ich fand den Tag sehr schön. Ich fand es sehr warm und tatsächlich, ich habe mich eigentlich nicht so sehr auf den Tag gefreut, aber ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht am Ende. Und das Essen war lecker. Was war dein Highlight? Das High Heels ausziehen. Ich hatte so Schmerzen und ich fand es süß, wie wir im Restaurant uns alle gegenseitig geschminkt haben und so Haare gemacht haben und gegessen haben. Fand ich sehr süß. Super. Und wie oft glaubst du, kommt das Wort more in dem Song vor? Ich glaube 35 Mal. Hallo, wir haben mittlerweile den zweiten Drehtag. Wir sind jetzt gute 2 bis 3 Wochen später, ich weiß gerade nicht ganz genau. Und heute filmen wir unseren letzten Part von unserer Mont More Dance Break. Haben dafür auch so ein kleines Special. Vielleicht habe ich meine Haare geflochten, Glitzer, hier kommen so Steinchen dran. Aber das große Special wird das Outfit. Ich kann euch einen kleinen Sneak Peek geben und ich glaube, wir alle aus dieser Gruppe haben gerade das Problem. Und zwar sieht mein Zimmer so aus. Hier überall liegen Pailletten. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, wie unser Outfit aussehen kann. Aber mein ganzes Zimmer ist voll damit. Hab ich Shay getroffen und fein zusammen zur Location. Wie fühlst du dich? Ja, es geht. Also, ich jetzt hier so Glitzersteinchen hingeklebt. Ich habe mir noch in die Haare ein paar Sachen geklebt. Das ist Michelle. Ich auch. Wir haben uns hier gerade an der U-Bahn fest gemacht. Und unsere Bahn kommt. Let's go.
Hallo, also wir sind jetzt fertig mit dem Dance Break Dreh. Das ist unsere Location. Hafen City Hamburg U-Bahn-Station. Und ja, also das war's jetzt eigentlich. Wir haben jetzt alles gedreht. Mortmore ist fertig, ready to cut. Wenn ihr den Vlog sehen könnt, dann ist das Cover auch bestimmt schon auf YouTube online. Also könnt ihr gerne mal auschecken. Liken, subscribe, Kommentar schreiben. Und vielleicht eure Lieblingslocation, welches Outfit euer Lieblings war. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.